Aha. Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelung, zu einem neuen Part. Randall's Monday, Deponia ist das. Spiel verwechselt. Gut, wir haben jetzt den Postbot abgewechselt, abgelenkt. Ja, soweit waren wir schon. Dann kommen wir doch bestimmt jetzt hier hinein in die Gasse. Und dann können wir bestimmt jetzt hier was erreichen. Bei der Notfallstation. Oh, das sieht doch spannend aus. Das sieht doch so aus, als würde hier irgendwas, hier würde was gehen. Aber wo ist Goal? Was zum... Was? Was soll das? Oh, gefangen. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, ja. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Gold getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese wunderbare Kröte. Oh, das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh, Organon. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz das allein. Das ist eine Lüge. Fake News. Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, nein, nur ein Rufus. Eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Sie werden Gold entführen. Nein. Das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Der Gizmo. Der Verräter. Ja, da haben wir doch bestimmt. Wir haben doch bestimmt was im Inventar, womit wir hier. Mit der Katze. Können wir doch bestimmt hier. Können wir auswählen. Mit der Katze hier das Schloss aufmachen. Na komm, wir müssen schnell, schnell, ganz schnell, 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 schnell. Die Katze auf den Baum werfen, genau. Als ob das was geklappt ist das hat. Ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Als ob das, das ist doch, nein, das ist nicht dein Ernst. Als ob das, ja. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich. Mietz, Fröhlein. Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Und hops. Das ging ja schnell. Ja, hätte ich nicht gedacht. In die Notfallstation. Nein. Bin noch nicht bekloppt. Ab zu Wenzel. Auf den ersten Anhieb. Das ist ja auf Anhieb, also auf den ersten Versuch. First try. Das ist ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Katze, das war eine abwegige Sache, dass ich wollte die Katze auf den Baum werfen. Das klappt doch niemals. Tja, da haben wir die Katze doch noch zu was gebraucht. Organon, ihr seid verhaftet.
keine Organons hier. Was machst du denn hier? Argos hat es wohl noch nicht hierher geschafft. Ach, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Oh nein. Du? Das fällt dir ein. Tony. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein, habt ihr danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand, wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. Genau. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Jo. Viel Spaß dabei. Die haben was zu besprechen. In den Keller. Ja, wo wohl? Oh. Goal. Wir haben einen Goal. So eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Jo, das ist der Plan. Organon. Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Was? Rufus? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh, oh. Nein. Jetzt aber schnell. Wie, was, wo, wie können wir, wie... Ah, scheiße. Wie, was, hat da wer mal eine Idee? Nein, ich brauche... Noch etwas Stabileres. Sie kommen. Ich muss sie verbarrikadieren. Verbarrikadieren mit was Stabilem. Ich muss sie verbarrikadieren. Ja, vielleicht mit einer Wünschelrute. Ja, sehr gut. Aber das hat nicht lange geklappt. Oh. Der Magnetfeld. Was? Fuß. Hier läuft aber hier alles schief. Oha. Alarm, Sprengung. Oh, ja. Na, hoppala. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Das nächste Kapitel auf unserer Reise nach Elysium. Dam dam. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Zwei. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für uns. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal darüber zu bekommen. Auf geht's. Na toll. Kuva kann man verlassen. Jetzt sind wir ganz woanders. An einem anderen ausweglosen Ort. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen.
Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Tja. Der Horizont. Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Aber dringend. Den ersten Schritt haben wir ja schon getan. Raus aus Kuvak. Was? Du bist tot. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oh, ja. Die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Die kriegen wir auch noch irgendwie rüber. Nach oben. Aha. Da sind wir also oben. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Wir brauchen ein Minenfahrzeug. Bis zum Horizont, Tetanusgläserzeit. Bis zum Horizont und noch viel weiter. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Tja. Dann würde ich mal wieder nach unten. Tja, vielleicht können wir, können es ja mal versuchen. Zum Kran, ja, können wir mal hier mal rumexperimentieren. Rufus, der Kranfahrer. Wartungskasten. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Aha, was lauert dahinter? Eine defekte Sicherung. Okay, wir brauchen eine undefekte, eine heile Sicherung. Mehr ist wohl nicht zu holen. Tja, Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Tja. Kranhebel. Jetzt komm schon. Verdammt. Das war wohl nix. Ja, okay, das hatten wir schon. Nach unten, Wartungskasten, Kranhebel. Immer noch nichts. Tja, wir brauchen... Mehr ist wohl nicht zu holen. Wir brauchen eine intakte Sache. Unser Inventar ist ziemlich leer. Ja. Ziemlich leer. Wir haben die Sachen aus Kuvak nicht mitgenommen. Oh Mann. Nach unten. Da hilft ja nichts. Tja, also, Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier... ist ein rostiger Lasten. Da muss man kein... Tja, da bin ich überfragt. So komplett ohne... Einfach mal hintergehen. Zur Tunnelpassage. Ja, warum nicht? Aha! Okay. Hier können wir doch uns doch bestimmt eine Minenbike, ein Minecraft. Genau so. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Aha, Motor angesprungen. Überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Tja. Oder auch nicht.
das mein Gott. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Aha. Faszinierend. Scheinwerfer. Aha. Wir haben einen Scheinwerfer. Ein Schrotthaufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kubak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Das stimmt. Wir haben einen Scheinwerfer. Was auch immer der uns jetzt bringt. Oh. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide? Das wird eine wunderbare Prothese. Tom, die Tom, die Tom.